Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 14, Dufter Typ am Start mit der Duften Meets natürlich, Timer ist gestellt, alles ist gut, wir reden mit dem Domana. Hallo Domana. Hurra, du lebst! Ich sah Explosionen oben beim Hüter des Sees und befürchtete das Schlimmste. Alfino war auch hier und macht sich große Sorgen, doch dann musste er zurück in den Sonnenstein. Geh zu ihm und erzähl ihm, was du erlebt hast. Ach, wisst ihr, ich bin zu faul zu laufen, ich teleportiere lieber, kostet eh nichts. Ah, ich habe mir außerdem nochmal schnell einen Kaffee gemacht. Kaffee. Boah, der ist aber stark. Und boah, meine Fresse. Lecker. Ha, ich liebe starken Kaffee. Also, wer mir den größten Pott Kaffee zubereite, darf mit einem Besuch von mir rechnen. Bestechung. Gut, wir wollen jetzt mal gucken, was hier der gute Alfino für uns parat hält. Denn eigentlich sollte doch in Ulda rumgeistern. Was macht denn jetzt hier? Den Göttern sei Dank, du bist wohlauf. Ich hatte am Seeufer auf dich gewartet. Doch dann rief mich Minfilia zurück in den Sonnenstein. Während unserer Abwesenheit scheint etwas in Ishgard vorgefallen zu sein. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber erst einmal hören, was du über den Hüter des Sees herausgefunden hast. Ha, du hast wirklich Mumm in den Knochen. Jedem anderen wäre dabei das Blut in den Adern gefroren. Erstaunlich, dass Midgar-Sommer wieder erwacht ist. Mir war klar, dass ein Urdrache nicht leicht zu töten ist, doch 15 Jahre lang gab er kein Lebenszeichen von sich. Was sind schon 15 Jahre für Wesen, deren Lebensspanne ewig währt, doch nicht viel mehr als ein Augenblick? Womöglich schlummerte Midgar-Sommer, um seinen geschundenen Leib zu regenerieren. Wenn Midgar-Sommer die Wahrheit gesprochen hat, sind die Flammen des Krieges bereits entfacht. Ishgard bleibt keine Wahl, als sich gegen den Ansturm der Drachen zu wappnen. Dank dir sind wir uns zumindest über die Lage im Klaren und ich bin froh, dass du für diese Informationen nicht mit deinem Leben bezahlen musstest. Noch ein Wort der Warnung, wir sollten Ishgard nicht in alles einweihen. Für die Ritter sind alle Drachen Feinde, ohne Ausnahme. Erführen sie, dass du mit Midgar-Sommer geredet hast, sehen sie in dir womöglich eine Heretikerin. Um dich und deine um dich und unsere Beziehung zu Ishgard nicht zu gefährden, ist ein wenig, sagen wir, diplomatische Zurückhaltung ratsam. Überlass das ruhig mir. Für solche heikle Gespräche habe ich ein gutes Gespür. Ich werde Lucia und die für Ishgard bedeutsam und für uns unverfänglichen Gegebenheiten unterrichten. Gib mir einen Augenblick und ich komme dann bitte nach. Blablabla. Bitte verzeih. Falls ich dir zu nahe trete, aber beim Hüter des Sees ist noch etwas anderes vorgefallen, nicht wahr? Deine ätherische Aura ist irgendwie verändert. Genauer vermag ich es nicht zu sagen, aber irgendwas ist anders. Midgar-Sommer hat dir die Kraft, die dir von Heidelin verliehen wurde, in dir eingeschlossen? Aber das ist ja furchtbar. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du abgesehen davon gesund? Gut, das beruhigt mich ein wenig. Ich hätte Midgar-Sommer nicht die Macht zugetraut, mit seiner Drachenklaue Heidelins Schutz zu durchbrechen, auch wenn die Legenden von solch einer Fähigkeit berichtet wurde. Doch seine Worte deuten auf eine enge Verbindung zwischen ihnen hin, von der wir nichts geahnt hatten.
Nach der uns bekannten Schöpfungsgeschichte trat Midgarsommer kurz nach der Entstehung der Welt gleichzeitig mit dem Wasser in Erscheinung. Daraufhin wurde ihm von den Geschwistern Altig und Nimaya aufgetragen, über den Silbertränensee, die Quelle aller Magie, zu wachen. Denkbar ist jedoch, dass diese Geschichte falsch überliefert ist. Vielleicht steht Midgarsommer im Dienst Heidelins des Planeten selbst. Nun ja, es bringt wohl nichts, uns darüber allzu sehr die Köpfe zu zerbrechen. Heidelin wird uns den rechten Weg schon weisen. Danke, dass du mich in Vertrauen mein Fresser, was ist denn heute los hier? Danke, dass du mich in Vertrauen gezogen hast. Ich werde es für mich behalten. Alleine schon, um die anderen nicht unnötig zu verunsichern. Steht dir kein Grund zur Sorge. Ich habe das Licht nicht ausgetrieben, sondern lediglich eingeschlossen. Es ruht noch immer in dir. Zeige mir, ob du aus deiner eigener Kraft dazu in der Lage bist, deinen Weg zu gehen. Aber wie soll ich das machen? Ich wollte meinen Ohren nicht trauen, als ich es hörte. Du hast dich dem Urdrachen gestellt und du hast überlebt. Hallone sei Dank, dass sie dich zu uns geführt hat. Deine Begegnung mit dem Hüter des Sees hat unsere Befürchtungen bestätigt. Einer der hohen Drachen hat seinen Schlachtruf erklingen lassen. Ob es einer der zwei Irseischen war oder nicht, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Die Drachen werden angreifen. Soweit ich weiß, hat Ishgard magische Verteidigungsanlagen gegen die Drachen. Doch über ihre genaue Funktionsweise ist mir nicht bekannt. Werden sie ausreichen, um die Stadt zu schützen? Seid unbesorgt. Die Drachen haben es in den letzten 1000 Jahren nicht geschafft, uns zu unterwerfen und werden auch dieses Mal scheitern. Jetzt, da die Gefahr nicht länger von der Hand zu weisen ist, wird niemand mehr dem Wunsch des Großmeisters nach einem Ausbau unserer Verteidigung widersprechen. Der Großmeister dürfte mehr als erfreut darüber sein, dass du unseren Erzfeind davon abgehalten hast, wieder zu erwachen. Entschuldigt mich jetzt bitte. Die Pflicht ruft. Sobald es Neuigkeiten gibt, hört ihr von mir. Die Drachen werden auch dieses Mal scheitern? Warum nur will mich das nicht überzeugen? Mei. Drachen über Drachen über Kreaturen. Der Krieg zwischen Ritter und Drachen wütet bereits über ein Jahrtausend hinweg. Wie eine halbe Ewigkeit mag es uns erscheinen, und dennoch ist es den Drachen niemals gelungen, auch nur einen Fuß hinter die Stadtmauern von Ishgard zu setzen. Die Verteidigungsanlagen müssen beeindruckend sein. Doch auch die geballte Macht der Drachen ist nicht zu unterschätzen. Wenn sie sich zusammenrotten, dürfte Ishgard in ernsthafter Gefahr sein. Schön und gut, dass sie nicht von Midgarsommer selbst angeführt werden, doch gegen eines seiner 7 Kinder kämpfen zu müssen, ist eine beinahe ebenso schreckliche Vorstellung. Wie auch immer, uns bleibt nichts anderes übrig, als die Ereignisse in Ishgard zu beobachten und uns auf das Schlimmste gefasst zu machen, damit wir im Notfall sofort eingreifen können. Ja, ich bin so halbwegs deiner Meinung. Aber schauen wir mal, was Mon Breda für uns hat.
Ach ja, fällt mir ein, Monbrida hat angekündigt, dass sie uns gerne sprechen möchte. Offensichtlich hat sie einen Durchbruch erzielt. Richte ihr bitte aus, dass wir nun soweit wären. Ich erteile noch einige Anweisungen an die Kristallstreiter und komme gleich nach. Ah, Mensch, da drüben. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt hier in Sonnenwind zurückjagen muss. Ah, habt ihr genug mit euren Drachen gespielt? Dann können wir uns ja wieder an die wichtigen Dinge des Lebens zuwenden. Versammeln wir uns im Saal der Morgenröte. Na gut. Go, go, go. Mal schauen, was hier auf uns warten wird. Na super, die anderen kommen jetzt auch mal endlich hinterher. Nun, da es wieder ein bisschen ruhiger ist, haben wir Zeit für eine Lagebesprechung. Nur so viel gleich zu Beginn. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Wirklich? Nun mach es doch nicht so spannend. Also, eine kleine Wiederholung, falls ihr was vergessen habt. Wir wissen, dass Ashians unsterblich sind, insofern ihre Seele nicht in die Ätherwelt zurückkehrt, auch wenn ihr Körper in unserer Welt stirbt. Stattdessen flüchtet sie in einen Raum zwischen den Welten. Hier setzt der weiße Aurazit an. Er ist in der Lage, eine Ashian-Seele aufzusaugen, bevor sie sich in diesen Spalt zurückziehen kann. Bleibt die Frage, was wir dann mit der brisanten Ladung machen. Eine Ashian-Seele lässt sich, wie schon einmal dargelegt, nur dadurch vernichten, dass man sie mit einem Strahl höchst konzentrierter Ätherenergie zersprengt. Mit einer Klinge aus Licht. Da sich nun aber partout kein Ashian zu Untersuchungen bereit erklären wollte, können wir auch nicht sagen, wie seine Seele beschaffen ist. Und daher ist es schwer abzuschätzen, welche Menge an Äther nötig ist und wie stark er gebündelt werden muss. Dann sollten wir doch einfach eine super starke Klinge machen, so stark wie möglich eben. Dafür bräuchten wir natürlich ziemlich viel Äther. Na klar, wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen? Der weiße Aurazit kann doch haufenweise Äther speichern. Wir sammeln so viel wir eben können und heben ihn auf. Ida, verflucht nochmal! Hörst du eigentlich irgendwann zu? Monbrida sagte doch, dass der Aurazit seine Ladung nicht lange speichern kann. Äther verfliegt augenblicklich. Nur in Form von Kristallen, die sich durch extreme Energieflüsse unter ganz bestimmten Bedingungen verfestigt haben, kann er über längere Zeit bestehen. Vergiss das nicht. Ich frag dich hinterher ab. Ach so? Ja genau, ich merk's mir. Zurück zu den guten alten Kristallen also. Verlässlich sind sie ja zugegeben, nur in Sachen Transportfähigkeit lassen sie etwas zu wünschen übrig. Wenn die Ashians ihre Auftritte besser ankündigen würden... Falls ein Ashian energetisch so stark ist wie, sagen wir, Leviathan, bräuchten wir wohl wieder eine ganze Schiffsladung von Kristallen. Jedenfalls zu viel für die Hosentasche. Abgesehen davon, dass wir die Kristalle da nur zum Neutralisieren von Leviathans Energie verwendet haben. Diesmal müssen wir nicht ausgleichen, sondern auslöschen. Genau das ist der springende Punkt. Wie kann man so viel Äther im richtigen Augenblick bereitstellen? Die Antwort ist, wir müssen den Energievorrat anzapfen, der im Planeten gespeichert ist. Ätheradern? Aber dadurch würde sich der Äther über die Oberfläche ergießen und alles in eine Kristallwüste verwandeln. Nein, ich dachte eher an denaturierte Kristalle. Die Ätherbalance in diesen Formationen ist zwar verzerrt, aber trotzdem bestehen sie ganz und gar aus Äther. Ja, aber denaturiert oder nicht? Federleicht sind die auch nicht gerade. Deswegen werden wir sie auch nicht spazieren tragen.
Wir nutzen sie direkt vom Erdreich aus. Denaturierte Kristalle kommen in Eorzea in rauen Mengen vor. An den allermeisten Orten werden wir also bequem Zugang zu reichen Äthervorkommen haben. Soweit die Theorie. Ob sie was taugt, werden wir sehen, sobald wir einem Ashian gegenüberstehen. Noch länger Pläne zu schmieden, wird uns jedenfalls nicht weiterbringen. Das ist wohl wahr. Wir müssen zur Tat schreiten. Aber wie genau können wir die denaturierten Kristalle nutzbar machen? Der Äther in ihnen ist ja fest gebunden. Dafür habe ich dieses Gerät hier gebaut. Einen Ätherextraktor. Er aktiviert die Energie von Kristallen und verflüssigt sie sozusagen. Mordona ist allerdings nicht der beste Ort, um ihn zu testen. Zu explosiv für diese Art von Experiment. Bei solchen Massen von denaturierten Kristallen an der Oberfläche könnte die elementare Ladung der ganzen Region plötzlich umschlagen. Ich bräuchte ein isoliertes Exemplar. Darf ich dann Nord-Tanalan als Versuchsgelände vorschlagen? Dort gibt es mittelgroße Kristalle mit ausreichendem Abstand zueinander. Und wie es sich trifft, bräuchte ich gerade dort eure Hilfe. Was ist denn vorgefallen? Wir haben Aktivitäten in Castrum Meridianum registriert. Unser Marsch der Weisen hat den Stützpunkt fast völlig zerstört, wie ihr wisst. Aber die Galea scheinen von Castrum Centri aus neue Truppen geschickt zu haben. Sie wollen den Stützpunkt wieder aufbauen und zur Energieversorgung die Erdseimfabrik unter ihre Kontrolle bringen. Da sie keinen Nachschub aus Galemalt mehr erhalten, müssen die in Eorzea zurückgelassenen Soldaten sehen, wo sie bleiben. Für sie geht es ums Überleben und Verzweiflung verleiht enorme Stärke. Unser Gegner ist also nicht zu unterschätzen. Soeben brechen die Kristallstreiter zum Castrum auf. Kann auch der Bund Leute entbehren? Moment mal. Du willst uns mit glitzernden Kristallen auf ein Schlachtfeld locken? Du gefällst mir. Ich bin dabei. Die paar streunenden Galear werden wir schon von unserem Testgelände scheuchen. Besser als hier zu sitzen und auf Ashian-Besuch zu warten, ist es allemal. Nun, Breeder, diese Tollkühnheit, die schon an Torheit grenzt. Ich bitte dich, lass Vorsicht walten. Trotzdem, Moon Breeder hat nicht Unrecht. Hier können wir nichts tun. Lasst uns den Kristallstreitern helfen. Du wirst mit Tancred und Papalimo den Kampf gegen die galeischen Truppen unterstützen. Moon Breeder, Ida und die Stola. Ihr geht voraus und wählt einen geeigneten Ort für die Versuche aus, sodass wir gleich anfangen können. Wenn es euch recht ist, werde ich inzwischen meine eigenen Versuche mit dem weißen Auraziten anstellen. Ja, vielen Dank, Orianger. Dann viel Glück uns allen. Fein! Ist euch eigentlich schon aufgefallen, wie häufig in den letzten Folgen irgendwas synchronisiert wurde? Das ist herrlich, ne? Und Spoiler vorweg, das passiert, das gibt's in Heavensward noch so unglaublich oft. Deswegen, ich freue mich schon richtig drauf, da brauche ich kaum noch vorlesen. Es ist mir schrecklich unangenehm, dich immer so hetzen zu müssen, aber die Zeit drängt, wir brauchen dich auf der Erdseimfabrik im nördlichen Tanalan. Die Vierte ist bereits vor Ort. Melde dich zunächst bei Vilred. Er wird dich über die Lage informieren. Ich reise derweil nach Uldar, um mit Hauptmann Ilberde abzustimmen und die Einsätze der übrigen Einheiten zu koordinieren. Die Operation im nördlichen Tanalan lege ich vertrauensvoll in deine Hände. Dein nächstes Abenteuer führt dich ins nördliche Tanalan. Wir werden den Sonnenstein ebenfalls für eine Weile verlassen, als Geleitschutz für Flamin. Sie hat etwas in Uldar zu erledigen. Minfilia hat mich gebeten, ein paar alte Freunde in Uldar zu kontaktieren.
Zu dem ganzen Ärger mit dem Primae, den Aschiens und den Flüchtlingsaufständen in Ulda kommt nun auch noch die Bedrohung durch die Drachen in Kurtas allmählich drohen und sie Probleme über den Kopf zu wachsen. Aus meinen glorreichen Tagen kenne ich noch einige einflussreiche Persönlichkeiten in der Perle der Wüste. Ich möchte versuchen, sie als Unterstützer für den Bund der Morgenröte zu gewinnen. Wir können jede Hilfe gut gebrauchen. In der Stunde der Not müssen alle eher sehr zusammenhalten. Schön, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Das habe ich meiner kleinen Acilia zu verdanken. Aus ihr ist doch tatsächlich eine weise und mitreißende Anführerin geworden. Eine Quelle der Inspiration für uns alle. Aus ihrer Mutter hat sie im Handumdrehen eine Gefährtin gemacht. Nun bin ich auch Feuer und Flamme für die große Sache. Flamin war als Nachtigall von Uldar sehr beliebt, doch die Stadt hat sich verändert. Sie ist ein gefährliches Pflaster geworden. Damit unsere Nachtigall dort keine bösen Überraschungen erlebt, passen wir auf sie auf. Niemand wird hier auch nur ein Haar krümmen, dafür sorgen wir. Ach, ihr Lieben, in eurer Begleitung fühle ich mich absolut sicher. Also dann packen wir unsere 7 Sachen und machen uns auf den Weg. Feines Ding. So, B, jetzt sind wir hiermit durch. Und, Ulda? Nein. Erzheimfabrik, da geht's hin. Nördliches Tannalan, nördliches Tannalan, Erzheimfabrik. Da laufen uns sicherlich noch allmögliche Bekannte entgegen. Weil wenn ich so auf den Bildschirm von Aya glotze, die ist nämlich gerade im nördlichen Tannalan am Faten. Das sehe ich einfach so blau und alles. Gut. Wollen wir mal schauen, hier drüben geht es weiter. Die Zeit rennt uns auch gerade gar nicht so doll davon, das finde ich super. Wahrscheinlich ist der Typ hier natürlich nicht. Der steht natürlich da unten. Virret. Kristallkommandant Levelleur schickt dich. Sehr gut. Das nenne ich eine willkommene Verstärkung. Es wäre mir eine Ehre, an deiner Seite gegen die Galea zu kämpfen. Denke nicht, ich wäre noch derselbe Jüngling, der vor den Amaljar erzitterte. Seitdem habe ich viel dazugelernt. Ach ja, die Lagebesprechung. Die Spione der Legion der Unsterblichen haben uns über galeische Truppenbewegung bei Raubans Trutz berichtet. Vermutlich haben sie es auf die Erzheimfabrik abgesehen. Ich weiß nicht genau, ob es darüber schon neue Erkenntnisse gibt. Da müssen wir Legionsfähnrich Edelstein fragen. Er ist für die Verteidigung der Fabrik zuständig. Ein bisschen schneller, Leute. Ihr werdet vielleicht angegriffen. Ja, seid gegrüßt, Großsturm Marina Mietze. Deine tatkräftige Unterstützung beim Marsch der Weisen ist mir in guter Erinnerung geblieben. Und bitte gestatte mir eine Bemerkung. Wir können wieder deine Hilfe gebrauchen. Sind die Galea schon in Aktion getreten? Wir wissen es nicht genau. Oberflächlich verhalten sie sich ruhig. Allerdings wurde auf dem Gelände der Fabrik eine herrenlose Kiste gefunden, die keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Als unsere Pioniere die Kiste untersuchten, fanden sie darin eine stattliche Menge Sprengstoff und einen Zünder aus galeischer Produktion. Wie bitte? Wie konnte die Kiste auf das Gelände... Wie wurde die Kiste auf das Gelände gebracht? Alle Zugänge werden von Legionen und Kristallschreitern bewacht. Das bedeutet wohl, dass wir die Saboteure sich die Saboteure Zugang verschafft haben, bevor die 4. Einheit hier eingetroffen ist. Da gab es bestimmt noch einige Schlupflöcher. Exegeten vom Bund der Morgenröte? Da brat mir doch einer einen Nacktmull.
Nicht doch, das arme Tier. Doch, wir helfen gerne dabei, das Fabrikgelände abzusuchen. Gut möglich, dass noch mehr Sprengstoffkisten deponiert wurden. Wenn auch nur eine davon explodiert, könnte der Erdseim Feuer fangen und die ganze Anlage zerstören. Oh je, keine angenehmen Vorstellungen. Ich werde meinen Soldaten auch nach verdächtigen Kisten suchen lassen. Was sollen wir machen, wenn wir eine finden? Bringt sie zu mir. Unsere Pioniere werden dann behutsam verdammt. Ein Zünderblar. Dann wollen wir uns mal hier umsehen. Hoffentlich gibt es nicht bloß olle Kisten, sondern auch die ein oder andere Schönheit zu entdecken. Oh, ich erinnere mich noch gut an diese Quest. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Quest und jeder, der dieses Spiel gespielt hat, erinnert sich ebenfalls gut an diese Quest. Und zwar, wo finde ich die vierte Kiste? Das Gute ist, ich habe sie damals relativ schnell gefunden, weil ich, wenn ich mal so einen Tag habe, ich sehr gerne, wie nennt man das? Bisschen abenteuerlicher, sage ich mal. Ah, da hinten sehe ich schon eine. Ich entdecke dann halt eben auch ein bisschen und renne rum und gucke mir dann halt eben ein bisschen die Städte und so weiter näher an. Und suche mir dann halt eben auch so ein bisschen versteckte Gänge und so weiter. Ich möchte halt eben wissen, wo kann ich drauf, wo kann ich rumlaufen und so weiter. So, da ist Kiste Nummer 2. Und eine Kiste fehlt uns noch. Denn die dritte Kiste ist an einer ganz speziellen Stelle. Ach Mensch, da ist sie ja. Und ich weiß noch, viele Leute haben gefragt, wo ist diese Kiste? Und wenn man da einfach nicht drauf kommt, ne? Hier ist tatsächlich eine Treppe. Und diese Treppe kann man hochlaufen. Und sie bringt einen an eine Stelle, wo man normalerweise nicht einfach so rumläuft. Und zwar auf dieses Transportding von auf dieses Erdseim-Transportding. Und genau am Ende davon, na was ein Zufall, ist eine verdächtige Kiste. Also ich denke mir bei dieser Kiste nur, warum ist das keinem aufgefallen? Ich meine, wenn da oben auf den Rohren irgendjemand rumtourt, das müsste eigentlich auffallen, oder? Na gut. Hoffen wir, dass es alle waren. Hallo, Herr Edelstein. Bring alle Kisten zu mir, die dir verdächtig vorkommen. Unsere Pioniere werden sie untersuchen und gegebenenfalls die Zünder entschärfen. Vier Kisten. Kannst du behalten. Verdammt, so viele Kisten. Die hätten hier alles in Schutt und Asche gelegt. Unsere Pioniere werden sich sofort um die Entschärfung kümmern. Die anderen haben auch noch ein paar Kisten gefunden. Das dürften nun aber wirklich alle gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Die Gefahr, die von den Galeeren ausgeht, ist jedoch keineswegs gebannt. Einer unserer Spione hat mir eine beunruhigende Warnung überbracht. Und wie ist die Warnung? Hättest du mir auch gleich sagen können. Unser Spion hat beobachtet, dass kürzlich eine Einheit galeischer Soldaten aus Castrum Meridianum ausgerückt ist. Sie war nicht groß genug, um die Erdseimfabrik direkt anzugreifen. Daher vermuten wir, dass die Galeer auf Beute aus sind. Vielleicht wollen sie unsere Versorgungslinien überfallen. Die Kristallstreiter wurden bereits darüber informiert und planen die Verteidigung. Ich hoffe, du wirst Hauptmann Lien dabei unterstützen. Alles Weitere besprichst du am besten direkt mit ihr. Yippie! Militäraufkommen. Ich wollte schon immer zur Fremdenlegion. Ah, da bist du ja. Hat dir Edelstein Bescheid gesagt? Galeische Soldaten in voller Kampfmontur sind aus dem Castrum Meridianum ausgerückt. Offensichtlich haben sich hier
haben sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Der Haupttrupp befindet sich nördlich von, bei Dalamuts Klauen und ein kleinerer Nebentrupp hält sich irgendwo nordwestlich von hier versteckt. Ist doch klar. Während der Haupttrupp einen Ablenkungsangriff auf die Fabrik durchführt, wird der Nebentrupp versuchen, sich auf das Fabrikgelände zu schleichen, um Vorräte zu rauben. Hauptmann Hilbert? Wie ich sehe, sind euch die Kriegerin des Lichts und die Exegeten bereits zu Hilfe geeilt. Das beruhigt mich. Ich bin mit der dritten Einheit angerückt, um die vierte zu verstärken. Wer weiß, welche Geschütze die Galea auffahren. Danke, Hauptmann. Zusammen verfügen wir über genügend Kampfkraft, um einen Präventivschlag in Erwägung zu ziehen. Richtig. Das halte ich für eine gute Idee. Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Und außerdem wäre es doch hochriskant, in der Nähe der Erzheimquellen zu kämpfen. Besser, wir kommen den Galeern zuvor. Ja. Das wäre gut, wenn die Galea gar nicht erst in die Nähe der Fabrik kämen. Wer weiß, welche Zerstörung sie sonst anrichten. Also Leute, ich schlage vor, wir knöpfen uns zusammen mit der vierten den Haupttrupp der Galea vor. Seid ihr dabei? Gut, gleichzeitig wird die dritte Einheit den Nebentrupp erledigen. Kriegerin des Lichts, kannst du dich ihr anschließen? Sehr gut. Melde dich vom Tor bei Hauptmann Juju Hase, sobald du bereit bist. Na, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Endlich wieder klopfen, kaputtprügeln, Knochen zermalmen. Ha. Naja, gut. Unsere Aufnahmezeit ist jetzt aber auch schon wieder zu Ende. Aber ich laufe jetzt zumindest nochmal schnell zu Juju Hase. Da steht er schon. Und dort werde ich dann auch die Quest beenden. Aufnahme beenden. Bis zur nächsten Folge. Let's Play Final Fantasy 14 Duft und Terror. Und da bin ich auch wieder zurück. Mal gucken, ob das jetzt doch noch in eine Aufnahme kommt oder in zwei verschiedene. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, Kriegerin des Lichts. Das wird meinen guten Ruf beflügeln. Und hoffentlich auch meinen Sold in die Höhe schnellen lassen. Das Überfallskommando der Galea hat sich in kleine Grüppchen aufgeteilt, die hier ganz in der Nähe lauern. Am besten teilen wir uns ebenfalls auf. Hier, ich markiere ein paar mögliche Verstecke auf der Karte. Sieh dort nach und scheuche die Galea aus ihren Löchern. Nach getaner Arbeit treffen wir uns wieder hier vor dem Tor. Viel Glück! Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dann holen wir uns jetzt erstmal Vollstrecker! Und rennen mit der, ey, Stein weg da. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ja, das sieht hier schon nach einem echt guten, oh Mensch, wen haben wir denn da? Delvak? Delvak, das ist ein B-Rang. Könnten wir posten, wenn wir lustig sind. Uiuiuiui, Gegner. Gibt's eh nichts zu lachen. Alles kaputt machen. So, der erste Frontbrecher ist K.O. Mal schauen. Signifer. Den nehmen wir auf jeden Fall als erstes. Bam. So, aus jetzt hier. Macht die Viechers kaputt. Auf immer ein. Ich vergesse immer wieder eine Zitrone zu schlucken. Dadurch kriege ich nochmal 3% mehr Erfahrungspunkte. Haben oder nicht haben. Weiter geht's. Na gut, ich schrei's mal. Für den Fall, dass ihn irgendjemand noch platt machen möchte. Na, weg!
mit dir. Geh doch. Feindliche Präsenz. Mensch, da sind sie ja wieder. Oh, diesmal sogar ein Magitech-Rüstung. Phew. Immer eins nach dem anderen hier. Oh, fuck. Shit, da stand ich in der AOE drin. Nein, was mach ich da? Nicht anvisieren. Einfach nur draufschroten. So. Und der nächste. Guck mal hier, hier. Fein. So, ich habe hier auch. Also die Galear könnten hier mal ruhig ein bisschen aufräumen. Ich meine, was ist denn das? Sieht ja aus wie eine Mülldeponie hier. Kaputte Fluggeräte und so ein Kram. Nee, sowas kann man doch nicht zulassen. Wer macht denn hier so ein Mist? Kaputte Kisten. Ohne Worte. Hey, denen haben wir es gezeigt, was? Leicht war es nicht, muss ich gestehen. Besonders ihre Magitech-Maschinen haben uns ganz schön eingeheizt. Überhaupt, hier ist es mir ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Ich bin froh, wenn unser Einsatz hier erledigt ist. Ich liefere noch schnell meinen Bericht bei Elien ab. Und dann ab zurück in die Sonne. Übrigens, überbring du bitte Edelstein die gute Nachricht von unserem erfolgreichen Einsatz. Vor einem Überfall der Galear brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Wenigstens etwas. So kommen wir auch zu den guten Nachrichten. Quietsch, knarrtsch. Kram, krabumpel, tram, bam. Erhöhen wir mal den Lautstärkepegel in den Videos. Ja, Lärm. Edelstein. Bringst du gute Nachricht? Ja, ich denke schon. Ihr habt das Überfallkommando in die Flucht geschlagen. Gepriesen sei Ralr. Da wird der Techniker der Amalgina Bergbau AG aber ein Stein von Herzen fallen. Ebenso wie mir. Tausend Dank. Gerne. Der Präventivschlag gegen den Haupttrupp war ebenfalls erfolgreich. Und die meisten deiner Mitstreiter vom Mund der Morgenröte sind bereits abgereist. Nur eine nicht. Die stattliche Ruggerden Dame wollte hier in der Nähe noch etwas erledigen. Was auch immer sie vorhat, vielleicht kannst du ihr dabei helfen. Sie freut sich bestimmt, dich zu sehen. Na klar, ich kümmere mich darum. Ansonsten? Ah ja? Kümmere dich darum. Okay, sie ist auf dem Weg, Leute zu töten. Diabolisches Lachen von der Seite. Na komm, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen, du hässliches Basiliskenviech. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Geht doch. Mann, Brida. Sekunde noch. Gleich ist alles eingestellt. Gefällt dir meine Beute? Tja, manchmal geht einfach die Axt mit mir durch, weißt du? Ich weiß, ich weiß. Wie Oranger immer meinte, eine Axt steht einer Gelehrten nicht zu Gesichte. Was soll ich sagen? Ich mag Äxte. Schnell handeln erspart mir das Nachdenken. Nicht, dass ich nicht gern denken würde. Ich erinnere mich oft an den Mann, der mir die Freuden des Lernens gezeigt hat. Auch wegen ihm bin ich diesmal nach Eorzea gekommen. Und natürlich wegen Oranger, dem alten Umstandskrämer. Ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander ausgekommen sind. Tja, das Leben ist schon seltsam. So, das wär's. Ja, das sieht doch gut aus. Bei der Stärke sollte auch die Umgebung nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Hast du das Licht gesehen?
Das ist der Äther, der aus dem Kristall evaporiert. Wie wir daraus einen kräftigen Strahl bündeln, muss ich mir noch überlegen. Aber immerhin ist das Problem der Energiezufuhr gelöst. Daraus basteln wir dir eine erstklassige Lichtklinge zusammen. Du wirst sehen. Ich grüße dich, Kriegerin des Lichts. Ein Aschien, verflucht. Er will uns aufhalten. Das Zeichen der Schaleana. Eine Wiederkäuerin des Wissens, getrennt von ihrer bücherblätternden Herde, hm? Ich verstehe zwar nicht, was du da faselst, aber es klingt mir verdammt nach einer Beleidigung. Deine Instinkte leisten dir gute Dienste. Aber komm, leg doch wegen mir nicht dein hübsches Gesicht in Falten. Lass mich meine Worte an jemanden richten, der sie versteht. Endlich begegnen wir uns, Kriegerin des Lichts. Ich bin Nabrealis. Und du bist mir schon lange ein Dorn im Auge. Da ertrage ich Lahabreas wichtigtuerische Präsenz, um einer Sterblichen die Kräfte einer Göttin zu verleihen. Und du machst alles zunichte. Was? Wer wird denn gleich mit der Axt ins Haus fallen? Du musst zugeben, es war Notwehr. Moment mal. Wo ist denn deine Gabe? Ich spüre ja gar kein Licht von dir ausgehen. Heidelin, hast du deinen Schützling im Stich gelassen? Wozu verschwende ich hier meine Zeit? Du bist keine Gegnerin für mich. Ja, und besser noch. Das Siegel ist gebrochen. Der Stab ist so gut wie mein. Damit werde ich mich über alle erheben. Merk dir meinen Namen, erloschenes Lichtchen. Nabrealis wird den Willen Zodiacs zum obersten, zum einzigen Gesetz der Welt machen. Weg ist er. Das darf doch nicht wahr sein. Nabrialis? Einer der hohen Aschiens etwa? Aber dieser Stab. Muss ja ein tolles Ding sein, dass er sich so darauf freut. Bei den Göttern. Er meint Tupsi Mati, den Stab von Louisoir. Minfilia ist in Gefahr. Wir müssen schleunigst in den Sonnenstein zurück. Na dann. Ach ja, da klar. Und jetzt kommt ein Ariman im Weg. Verdammt, Minfilia ist in Gefahr. Wir müssen sie schnell retten. Ich glaube, ich hole mir auch mal einen Kaffee, bevor es losgeht. Nein, ab. Ich kann kein Teleport wirken, so eine Frechheit. Ab zum Sonnenstein. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Auf, habe ich gesagt. Geschwind, meine junge Dame. Tupsimani wird im Saal der... Tupsimati, ich finde den Namen so geil. Tupsimati wird im Saal der der Morgenröte aufbewahrt. Nichts wie hin. Hoffentlich ist mit Feger noch nichts passiert. Den 12 sei Dank. Die lichtlose Kriegerin. Hast du vor, mich aufzuhalten? Lichtlos? Was soll das heißen? Oh, gar nicht informiert? Ich dachte, du wärst die Anführerin dieser Truppe. Die besondere Gabe der Kriegerin des Lichts hier
hat mir bisher den Zutritt verwehrt. Gegen die ursprünglichen Villa Brea und den Paraklet hat euch das nicht viel geholfen. Aber wer, wie ich, von einer anderen Welt ist, hat eben immer das Nachsehen. Doch damit ist es nun vorbei. Ich weiß, wann es Zeit ist zu handeln. Jetzt! Die nächste Löschung komme! Löschung? Dann wart ihr also tatsächlich am Untergang Vals schuld und am Verschwinden der Forscher. Schluss jetzt mit dem Kauderwelsch! Charleana, so viel Wissen, so wenig Verstand. Was willst du mit dem Stab? Das ist doch nur ein Erinnerungsstück und dazu noch zerbrochen. Muss ich dich über deine eigene Kollektion aufklären? Tupsi Mati, oder eher die Steinplakette darin, besitzt außergewöhnliche Kräfte. Zusammen mit dem Horn der Stabspitze ist sie in der Lage, riesige Ätherflüsse aus der Umgebung zu extrahieren und zu konzentrieren. Oder wie sonst, glaubst du, hat der alte Louisor eure 12 Götter beschworen, ohne einen einzigen Kristall? Gebete allein reichen nicht, man braucht Massen von Äther, das weiß doch jedes Kind. Herzlichen Dank für die Aufklärung. Damit ist wohl klar, dass ich dir den Stab nur über meine Leiche überlasse. Was für ein egoistisches Mädchen. Es wäre mir ein Vergnügen, dich auszulöschen. Nur würde sich der Paraklet beschweren. Aber wenn du mir nicht gibst, was mir gehört, dann nehme ich dich eben mit. Folg ihnen. Schnell. Mach schon. Gleich schließt sich der Spalt. Ja, doch. Ich würde behaupten, das machen wir in einer Folge. Wir sehen uns also dann in der nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14. Und hoffentlich schaffen wir es, Minfilia zu retten. Lebst du noch? Hallo? Na gut. Bis zur nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14. Dufter Typ verduftet erstmal.